So, hier ist wieder der Abi. Und der Abi hat natürlich ein Buch geschrieben. Das sieht so aus. Und daraus möchte er auch wieder was erzählen. Aber beim letzten Mal Seitenziehen, da war es natürlich, wie soll es anders sein, so kaum macht man das Licht aus, fällt einem alles wieder ein, was man tun wollte. Dazu gehört Seitenziehen, um Slide-Gitarren zu imitieren, all solche Sachen. Das können wir demnächst mal machen. Heute reizt mich Thema Vibrato. Und auch wieder, das ist Kapitel 9. Spieltechnik, rechte Handhaltung, linke Handhaltung und nochmal eine Verbindung zum Saitenziehen. Das sind einfach unsere persönlichsten, unsere intimsten Tools auf dem Instrument, um unsere Persönlichkeit wiederzugeben. Deshalb ist mir das so wahnsinnig wichtig. Hart gesagt, wenn es so wichtig ist, muss man auch darüber nachdenken, wo setzt man es ein und wo setzt man es nicht ein. Und dann kann man ja auch mal drüber reden, dass man einfach die Fresse hält, wenn man nichts Anständiges zu spielen hat. Aber wir gucken uns jetzt mal das Saitenziehen, nein, das Saitenziehen gucken wir uns nicht an, wir gucken das Vibrato an. Und dazu wieder eigentlich ganz simpel: Durtonleiter und wir sind im Pattern 3 C-Dur, 5. Bund und sind erstmal auf der H-Seite, B-Seite. Das ist eigentlich immer ein guter Startpunkt. Es ist eine gute Masse für den Ton, ordentliche Masse für den Ton. Die hohe E-Seite ist manchmal ein bisschen dünn. Und die Biegesteifheit ist eigentlich auch ganz angenehm. Also das ist sowohl für Saitenziehen als auch für die Vibratos die richtige Seite. Schauen wir uns mal an. Simple Sache, ich hänge voll im Saitenziehen. Ich spiele die Vibratos sehr gerne mit dem vierten Finger. Allerdings habe ich mir Mühe gegeben, mit allen Fingern das gleiche Vibrato zu erzeugen. Schauen wir es uns an. Interessant am Vibrato ist tatsächlich, das ist noch ein Soundeffekt, den man unterschätzt, weil der Bund beim Vibrato die Saite so streicht wie ein Geigenbogen. Und damit kann ich ganz wunderbar Noten verlängern, Obertöne erzeugen. Ich kann sehr gute Gegenbewegungen im Ton erzeugen, um durch einen Mix durchzukommen. Wenn ich arrhythmisch zum Beispiel das Vibrato setze, dann brauche ich auch nicht so viele hässliche Mitten reinbauen, um gehört zu werden. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal technisch an. Hier ist zum Beispiel so ein Effekt, wenn ich auf der A-Seite am dritten Bund das Vibrato mache und lasse einfach mal stehen. Ich hoffe, es ist gut hörbar. Dabei ist natürlich wichtig, wie ihr seht, rechts auch wieder Kapitel 9 Tunnel. Rechts ist der Tunnel, das heißt, alle Saiten sind gedämpft außer der einen A-Seite. Ist bei allen anderen Saiten auch so. Was mache ich denn heute? Jetzt langsam atmen. Ihr seht, das Vibrato ist eigentlich immer gleich. Ich ziehe so ein bisschen die Saite abwärts. Das bedeutet, auf der hohen E-Saite geht es nicht. Auf der hohen E-Saite muss ich mir anders behelfen. Entweder ich ziehe die Note vor oder aber ich gehe auf ein Vibrato, was ein Geigenvibrato ist, auf höheren Lagen. Es funktioniert wunderbar. Ich kann es euch mal zeigen. Ich bin immer noch in C-Dur, bin jetzt ganz weit oben, 12., 15., 17. Bund. Und dann hätte ich wieder Pattern 3. Jetzt bin ich mit allen vier Saiten, allen vier Fingern auf der H-Saite. Und sitze auf der H-Saite und schiebe die Saite einfach in ihrer Länge mal rauf und mal runter. Damit mache ich den Ton höher und tiefer. Hat eine interessante melancholische Qualität. Das klingt anders. Es kann ja den Ton quasi nur nach oben beugen. Und ich kann aber mit diesem Violin-Vibrato den Ton auch abwärts drücken. Dann haben wir natürlich noch die Aufgabe, Vibratos in unterschiedlichen Lagen zu spielen. Da wird natürlich die Saitenlage höher, die Bünde werden kleiner.
schmaler. Auch das soll alles kein Problem sein. Einfach mal die einzelnen Finger durchprobieren. Hier ist die Note B mit dem kleinen Finger, mit dem Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Was sehr wichtig ist, Vibratos bitte nicht automatisch mit der Note sofort beginnen. Wenn man Sängern zuhört, ist das Spannende, gerade nehmen wir mal Whitney Houston, das ist eine der fantastischen Stimmen überhaupt. Der Ton wird erstmal gerade gesungen, sozusagen schmucklos gesungen, und dann kommt das Vibrato. Wenn ihr das gut hören wollt, es ist auf der King of Heart ein Titel, der heißt Remember Me. Müsste auf Spotify und Apple Music und überall zu kriegen sein. Remember Me, hört mal da bitte auf Saiten ziehen und Vibrato, da habe ich es, glaube ich, relativ auf die Spitze getrieben und versucht auch die Geschwindigkeit der Vibratos in der Note zu variieren, damit es sich besser durchsetzt. Also mal da reinlauschen, ich glaube, da gibt es einiges zu holen. Und ich habe noch die Überlegung gehabt, Vibratos, ja genau, das. Ich bin auch nochmal auf der gezogenen Note, ich habe es gerade angespielt und mache jetzt dieses Vibrato, was sehr mächtig ist, sehr theatralisch. Und dann vielleicht noch eines als kleine Kuriosität, wenn man so will, ein Buddy Guy Vibrato. Das ist entweder ungezogen so, klingt wie Roger Chapman. Muss nicht schön sein, kann in bestimmten Situationen einen witzigen Effekt haben. Was ich mit Buddy Guy meinte, bei ihm ist es dann so, er zieht die Saite. Ja, ist vielleicht jetzt nicht perfekt sein Ton, aber es sind die Kleinigkeiten, die ich versucht habe, mir zusammenzusuchen. Und wichtig ist nur, sucht ein Vibrato, was euch entspricht. Stülpt euch keine fremden Stile über. Und seid euch bewusst darüber, dass ein Vibrato ein Stilmittel ist und nicht ein Reflex wie Nasenbohren. Also nehmt es ernst, seht es als musikalisch wertvoll. Okay, ich hoffe, das hat etwas gebracht, lasst mich wissen. Und ich freue mich, euch bald wieder was zu zeigen. Also, ciao, der Abi war's. Ja.